Der 23. Mai 2000, ein weiterer Meilenstein im ICE-Zeitalter. Der ICE 3 wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Im ICE-Werk in Berlin-Rummelsburg wird symbolisch der Schlüssel von den Firmen Siemens und Atrans an Bahnchef Hartmut Mildorn übergeben. Im Frühsommer 2002 spult der ICE 3 seine ersten Kilometer auf der Neubaustrecke Köln-Rhein-Main ab. Langsam tastet man sich an die geplante Reisegeschwindigkeit von 300 Kilometern in der Stunde heran. Ab dem 25. Juli 2002 ist es dann soweit. Der ICE 3 fährt planmäßig Tempo 300 zwischen Köln und Frankfurt am Main. Die neue Strecke erweitert das Hochgeschwindigkeitsnetz um 177 Kilometer. Unterwegs Bahnhöfe gibt es in Siegburg, Montabaur und Limburg, an denen aber nicht alle Züge halten. Die Trassierung der Neubaustrecke verläuft größtenteils entlang der Autobahn A3. Größere Eingriffe in Natur und Landschaft wurden so weitgehend vermieden. Statt der sonst üblichen Streckenneigungen von 1,25% sind es hier bis zu 4%. Also für normale Züge nicht mehr befahrbar. Einmalig im Netz der DB. Zusammen mit der Neubaustrecke geht auch das ICE-Werk in Frankfurt am Main-Griesheim in Betrieb. Ein ICE 3 rollt in die Halle. Eine einfache Untersuchung steht an, mit kleineren Wartungsarbeiten. Der Zug hat seinen Ausbesserungsbedarf bereits vorab per Funk gesendet. Jetzt wird nur noch der Fehlerspeicher ausgelesen. Der Fehlerspeicher meldet nichts Auffälliges. Nur die Störung an einer Tür muss behoben werden. Sonst stehen nur Routinearbeiten an. Trotzdem drängt die Zeit. Um 12.30 Uhr muss der Zug fertig sein. Auch die ICET, die von Berlin über Leipzig die Bankenmetropole erreichen, werden hier in Griesheim unterhalten. Langsam rollt der Zug in die Halle. Zu den Routinearbeiten gehört auch die Kontrolle der Stromabnehmer. Anpressdruck, Schleiferzustand und natürlich die Reinigung. Das wird gemacht. Zwei Etagen tiefer wird sich der Radsitze und Bremsen angenommen. Bei einer kleinen Untersuchung reicht die optische Prüfung. Pünktlich um 12.30 Uhr ist der Zug fertig geworden. Er ist nun auf dem Weg zum Frankfurter Hauptbahnhof. 8000 Kilowatt Leistung bringt ein ICE 3 Halbzug auf die Schiene. Mit dieser Dauerleistung erreicht der ICE 3 mühelos seine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 330 Kilometern in der Stunde.